Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu wieder einer Endlaser geilen Runde hier. Vielleicht die letzte Runde Half-Life aus dem Jahre 1998. Und da ist hier, wie ihr hört, kein Atmos-Sound gibt, hab ich mal ein bisschen improvisiert. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Das klang ein bisschen nach Alien-Schlabberlabber. Aber wir werden sehen. So, Finger und Po Mexiko, da muss ich wohl hin. Das sieht so aus. Und ja, wie geht, ich habe nicht gespoilert, wie wir jetzt diesen Endboss besiegen. Er hat jetzt, es ist schon eine Woche her, ich habe viel auf Arbeit zu tun, deswegen schaffe ich meistens so 2 bis 3 Folgen in der Woche. Einen Abend ein bisschen zocken mal für eine Stunde oder so. Ja, ne? Das ist leider derzeit viel los bei... Ach, die Kackbratze da unten. Ex hab's vergessen. Da ist ja so ein Jürgen unten. So, ich hab ja jetzt nicht dieses Dings hier, wer war. Ich hab aber hier gut Energie drauf. Ist okay. Dann geht's los, komm. Ah, hier ist Heilung. Okay, 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 okay. Ach, da ist ja. Ich bin ja doof. Da ist es. Achso, das war. Das ist ja bloß Heilung. Hier. Baby, baby, baby. Ich fange hier schon mit dir. Ne? Okay, das tut nicht mehr weh. Es tut nicht mehr weh. So, ihr wisst. Scheiße. Das, natürlich habe ich es perfekt gespeichert, würde ich sagen. Nee, okay, ich habe Scheiße gespeichert. Das war doof. Nein, Spiel laden. Fängt ja gut an. Die Kacke. Okay. So. Speichern. Leck mich an die Bube hier. So. Dann mal sehen, wie es hier läuft. Alter, was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt kann ich nicht mal reinspringen. Das gibt's doch nicht. Geht doch. So, was sollen wir jetzt machen? Wir müssen da hochklettern, oder? Okay, 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 komm schon, komm schon. Na, Jürgen. Fuck, 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 fuck. Wo kommen wir jetzt hin? Wo denn? Okay, kommen wir da hin. Okay, wir kommen da nicht hin. Jetzt sterben. Jetzt sterben. Was willst du von mir? Okay. Okay, okay, okay. Fick doch die Hölle, du scheiß Mistvieh. Alter, das ist schwierig. Super. Jetzt soll ich sterben. Das ist aber... Finde ich jetzt... Jo, ne? So, aber jetzt haben wir die ganze Energie schon weg. Was können wir denn da machen? Alter, also, das wird eine lange Folge. Das wird echt eine lange Folge. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Ich hoffe, ihr habt Geduld. Wo sind die Karten?
Fratze. Das wird. Super, das bringt nichts. Ja, leck mich doch an, der Bub, ey, echt. Okay, bringt doch was. Das ist ja schon mal gut zu wissen, ne? So. Jetzt sterben, okay. Oh, das ist wieder so ein Rätsel, Alter. Ich habe jetzt gerade echt eine lange Schicht hinter mir, Günther, weißt du? Und ich habe jetzt echt keinen Bock auf jetzt hier, weißt du? Ich habe jetzt nicht den Elan, weißt du? Ich nenne jetzt, soll ich einen Günther nennen oder Klaus? Ich bin mir nicht sicher. Ich nenne Klaus. Alle, die ich nicht kenne, nennen Klaus. Hier muss es doch irgendwas unter Wasser geben. Was Geiles. Irgendwo ist Jürgen. Okay, haben wir das übersehen? Okay, das funktioniert nicht. Funktioniert das Ding? Wir probieren es aber mal aus. Hier, komm. Was ist Missvieh? Okay, das geht nicht. Wir müssen irgendwie tot kriegen, den Jürgen. Das Ding geht unter Wasser, oder? Alter. Hä? Mich heilt? Okay, danke. Natürlich geil. Jetzt habe ich dieses Mistvieh umgebracht. Ihr wisst, speichern, speichern, speichern. So. Wir kommen schon der Lösung nach. Hoffe ich. Oder so. Okay, das respawnt, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Komm. Na, das sind die Sprengdinger, alles klar. Aber wie kann ich den Drecksack besiegen, ehrlich gesagt? Wie kriege ich das hin? Wie kann ich den besiegen? Ich will das aber selber rauskriegen. Wenn es schwierig ist, ich schneide das dann euch ein bisschen zusammen. Ne, ihr müsst ja nicht jetzt hier, wenn ihr jetzt hier 12 Stunden braucht, das. Entschuldigung, müsst ihr ja nicht sehen. Okay, Spielladen. Fuck. Okay, ich weiß, was es ist. Okay, 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 okay. Okay, wir wissen es. Komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffen wir.
Okay, wir speichern mal hier. Und dann wählen wir uns jetzt den Taktiker aus. Nein, nein, das wollte gar nicht. Ah, okay, wir haben ihn gespeichert. Das ist schon mal gut. Das ist ein scheiß Dings. Das ist richtig. Jeden Tag freut sich. Dieses scheiß Ding. Halt die Klappe. Können wir da ranspringen, oder was? Was haben wir da wohl? Ist hinter dem was? Nee. Na? Bist du denn? Soll ich denn das kriegen? Bums die Hölle. Das sieht gut aus. Okay, wir haben einen zweiten. Klappe. Okay, der ist sauer. Kann ich bestehen? Kann nicht verstehen. Ich meine, ob das Ding. Hallo? Wow. Ich komme nicht hoch, oder? Fuck, ich habe keine Energie. Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Okay. Scheiße. Okay,
Ein Rocket Launcher brauchen wir. So. Das ist natürlich geil, deswegen speichern wir. Komm schon. Okay, halt die Schnauze. So, wie kommen wir jetzt weiter? Wie kriegen wir den jetzt clean? Ich muss da hoch irgendwie. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Okay. Der hat mich erwischt. Na, mein Freund? Warum hat mich das erwischt? Okay. Alter. Komm schon. Okay. Wieso ist denn das aushalten? Ich kann ihn nirgendwo verstecken. Da hat mich wieder erwischt. Okay, ich weiß, was ich brauche. Ich muss den in den Kopf hoppen. Werde ich mit euch. Und dann mache ich den alle. Ich sag's doch. Das haben wir schon mal. Operation. Da sind die Nüsse. Nein, das wird dazu, ich krieg die Krise. Komm schon. Okay, ich hab's verfehlt. Und ich bin tot. Verscheiße, Alter. Nee, bin nicht tot. Okay, der macht den bloß noch. Ich hab voll Munition verschwendet. Wenn er sich konzentriert, macht er deinen Köppel wieder zu. Na. Komm schon! Ah!
Geil, wenn ich diesen Käfer im Kopf habe. Mach deine Schnell wieder auf. Okay, wir dürfen den an der Mauer nicht benutzen. Alter. Lass mich an dein Käppel. Der Doktor will die Operation durchführen. Komm schon. Alter. Jetzt reicht's aber langsam mal. Wir wissen, dass Kugelblitze existieren. Hör mal auf. Klaviert? Au. Okay. Das Ding nicht benutzen. Nehmen wir anstattdessen. Na, wollt ihr mal einen Käppel? Vom Onkel? Au, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Warum könnt ihr die mich erwischen? Ich hab mich selber umgebracht. Das ist jetzt nicht so schlau gewesen. So, da ist das kurze. Ah, okay, das war anders bezeichnet. Alles klar. Wir versuchen es einfach. Das war dumm, das war dumm, das war dumm von mir. Oh Gott, 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 Gott. Okay, das sah mir ganz gut aus. Der hat nicht mehr so viel Power, ne? Hinter mir das Ding her, scheiße.
Made it dirty! Was zur verfickten Hölle passiert jetzt? Was zum Scheiß? Aha. Gordon Freeman in voller Glorie. Oder sagen wir besser im Schutzanzug. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihre Waffen abzunehmen. Die meisten davon sind ohnehin Regierungseigentum. Elendes Arschloch. Was den Anzug anbetrifft, da würde ich sagen, dass Sie sich den redlich verdient haben. Die Grenzwelt Zen wird dank Ihnen jetzt wieder von uns kontrolliert. Ziemlich hartes Stück Arbeit, was Sie da geleistet haben. Ich bin beeindruckt. Okay. Und aus dem Grund bin ich auch hier, Mr. Freeman. Ich habe meinen Arbeitgebern ihre Dienste empfohlen und wurde daraufhin beauftragt, ihnen einen Job anzubieten. Sie sind mit mir einer Meinung, dass sie über ein fantastisches Potenzial verfügen. Bitte? Scheiße, wo sind wir hier? Sie haben bewiesen, dass Sie ein entschlussfreudiger Mensch sind. Also dürften Sie meiner Meinung nach keine Probleme haben, zu entscheiden, was Sie tun möchten. Gehst über Leichen, du Arschloch. Wenn Sie interessiert sind, treten Sie einfach in das Portal. Ich werde das da andernfalls... Tja, kann ich Ihnen einen Kampf anbieten, bei dem Sie keine Chance auf Sieg haben? Wäre eine ziemlich herbe Enttäuschung nach allem, was Sie gerade überlebt haben. Sie sollten jetzt Ihre Wahl treffen. Ich will wissen, was da los ist, und dann mache ich dich alle, du Kackbratze. Treffen Sie Ihre Wahl. Eine kluge Entscheidung, Mr. Freeman. Warte mal ab. Ich sehe Sie dann oben. Wer zuletzt lacht, lacht am besten, du Arsch. Okay, also das, ja, ne? War nicht schlecht, muss ich sagen. Das war schon Half-Life. Also der Endgegner war am Ende gar nicht so schwer, ne? Es war ein bisschen gefriemle, aber okay, ne? Würde ich sagen. Ja, und nu? Das war's. Aber was wir auf jeden Fall noch probieren müssen, ist natürlich, was passiert, wenn wir das nicht annehmen. Gelle? Ein bisschen abruptes Ende, also ich fand das jetzt ganz geil, dass wir uns nochmal gezeigt haben, aber es sind noch so viele Fragen offen. Naja, vielleicht gucken wir ja einen zweiten Teil. Den hab ich nämlich auch noch nicht gezockt. Vielleicht kriegen wir da Antworten. Aber das werden wir sehen. Naja. So, wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn wir... ist das ein Bug? Ja. Wir gucken jetzt erstmal, was passiert, wenn wir das Angebot nicht annehmen. Wenn Sie interessiert sind, treten Sie einfach in das Portal. Tja. Ich werde das da andernfalls... Tja. Kann ich Ihnen einen Kampf anbieten, bei dem Sie keine Chance auf Sieg haben? Wäre eine ziemlich herbe Enttäuschung nach allem, was Sie gerade überlebt haben. Bist du dann einfach tot? Sie sollten jetzt Ihre Wahl treffen. Oh Gott, ich hab... Oh, der hat mich immer erwischt, der Boss. Treffen Sie Ihre Wahl. Tja. Bin ich gespannt, was passiert. Tja, wie es aussieht, werden wir wohl nicht das Vergnügen haben, miteinander zu arbeiten. Pech, Mr. Freeman. Alter, das ist fies.
Alter, ist das fies. Okay, das war's eigentlich. Okay, cool, schönes Spiel, muss ich sagen. Yeah, die Alienwelt hätte vielleicht ein bisschen düster gemacht, aber geil gemacht sonst. Also, ich wollte nicht gerade wegrennen, aber ja, okay. Also, was ist wegrennen, ne? Also, aus dem Schussfeld, sagen wir es mal so. Naja. Gut, jetzt sind wir wirklich am Ende. Das war's schon. Jetzt kommt kein Abschwamm mehr. Das ist ein Bug. Egal. Na gut. Das war's hier mit Half-Life. Was soll als nächstes kommen? Ich glaube, ich mache eine Umfrage. Wir werden sehen, bei uns hier im Retro. Soll es weitergehen mit ein bisschen neueren Spielen, alten Spielen? Indie-Horror. Wir wissen es nicht, aber deswegen würde ich sagen, sagte Michael Cooper heute mal mit geiler Hintergrundmucke. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten sag ich wie immer: Ciao, Willi.